Wie kann man jemanden verhaften, der nichts getan hat? Es lohnt sich nicht, sich darüber aufzuregen. Die können dich aber nicht so behandeln. Na ja. Doch, das Gericht hat uns eine einstweilige Verfügung zugestellt für Sie und Ihren Vater. Wie bitte? Ab jetzt müssen Sie zu den Borgens mindestens 100 Meter Abstand halten. Die Familie fühlt sich bedroht. Die sind doch verrückt, die Borgens. Die machen uns zu Stalkern. Jetzt, komm. Und plötzlich erfahren Sie, dass Sie doch eine haben, die sogar noch lebt. Jeder hier weiß, dass Frau Borgen nur 2 Kinder hat. Da hat sie ja noch nichts von mir gewusst. Lassen Sie sich eine bessere Geschichte einfallen. Meine Kollegen sind vielleicht nicht so verständnisvoll wie ich. Guten Tag, ich bin der Anwalt der Borgens. Ich möchte sichergehen, dass gegen Frau Johansen eine Anzeige erstattet wird. Ich bin gerade dabei. Hausfriedensbruch und Eigentumsbeschädigung. Wow, was hast du angestellt? Ich wollte einen Briefumschlag übergeben. Ich hoffe, die behandeln ihren Postboten besser.